So Leute, jetzt geht's los. Ein besonderer Moment, nicht für uns, sondern für die kleine Fellnase. Wir fahren jetzt zum Hundestrand hier in Dubai. Ist von hier 10 Minuten entfernt. Ja, 15 Minuten mit Verkehr. Und wir wollen einfach mal austesten. Normalerweise sind Golden Retriever ja immer so ein bisschen, die mögen ja anscheinend Wasser. Bei dem sind wir uns noch nicht ganz sicher. Aber wir sind auf der Suche nach Hundefreunden. Die werden wir bestimmt finden. Fahren wir an den Hundestrand? Er sieht jetzt noch nicht so top motiviert aus, aber... Der sieht eher motiviert nach Schlafen aus. Das ändert sich aber gleich mit Sicherheit. Kleiner Schatz, fahren wir jetzt zum Hundestrand? Fahren wir jetzt deine Freunde besuchen, mein Schatz? Kleine Maus, kleine Maus, kleine Maus, kleine Maus. Alright. Nehmt ihr den an die Leine, oder? Ja, ja, genau. Nee, wir tragen den die ganze Zeit. Auch gut. Jeder wie er kann, ne? Deswegen auch so dicker Bizeps, habe ich gehört. Original, Junge. Die ganze Zeit so ein 30-Kilo-Ballach schleppen. Der Junge geht gar nicht ins Gym. Alfie. Ja, freust du dich, ne? Freust du dich, wenn alle gehen und du mitkommst? Und? Let's go. Abfahrt. Präsident immer zuerst. Komplett. Schon da? Ja. Ja, genau. Komm, Schatz. Ja, fein, wir kommen alle mit, mein Schatz. Guck mal, warten, bis der Letzte da ist. Als erstes raus mit Alfie ist immer so eine Sache. Er ist der Erste. Okay, komm mal, kleiner Schatz. Der steht ja aber gut, der Hund. Ich weiß. Also ich glaube, generell wird den Hund gut stehen. Ich fühle es auch. Nee, mein Schatzi. Nehmt ihr den auf, den auf die Rückbank, ja? Ja, aber sowas von, auf Schoß. Da ein bisschen Palaver. Ich glaube, ich fahre aber kurz raus. Normal. Alfie. Alfie, mach mal Sitz. Alfie, Sitz. Lass mich nicht hängen, Alter, die Kamera läuft. Alfie, mach Sitz. Ganz, ganz feiner. Das ist aber auch ein Panzer, unfassbar, ey. Ja. Komm her, mein Schatz. Hoppa. Hoppa. Komm her, Leute. Komm her, Leute. Ja, einer, danke sehr. Okay. Sie ist aber freut sich, ich bin schon am Wackeln. Okay, einer von euch muss noch mit hinten rein, einer kann vorne. Ich geh hinten rein. Alfie, komm hier rein. Du willst hinten rein, Bro, dann musst du von hier am besten rein. Ehre. Du musst dann so ein bisschen seine Foot reindrücken. Kein Problem. Hast du nicht letztens verkackt, die Tür aufzumachen? Weil du meintest, ne, ich glaube, David war das, ne? David meint, wie geht denn die Tür auf? Weil er den Knopf nicht reingedrückt hat. Ansonsten was ist alles. Was ist da mit dem Kinderwagen? Ist das irgendwie ein Geist? Da steht einfach ein Kinderwagen mitten im Weg. Ja. Übrigens, wir haben auch schon festgestellt, das Auto, also die Barriere hier ist ja anscheinend 2,40 Meter, aber da vorne seht ihr dieses Notausgangsschild, das rechts, was so eingeballert ist. Ja. Das nimmst du mit? Normal, Junge. Also, Melissa nimmt's mit. Ich versuche da immer so geschickt drüber zu gehen. Hör mir auf. Parkhaus Dubai auch gar keinen Spaß. Vor allem das hier. Das ist wirklich ohne Spaß. Und ich meine, das ist ja eigentlich ein Tower, der jetzt nicht unbedingt super blöd ist. Also es ist ja jetzt keine super schlechte Qualität hier. Und warum die gerade hier so ein beknacktes Parkhaus gemacht haben, das weiß echt niemand. Extra, um den Autoliebhaber Dominik zu ärgern. Ja, habe ich lange wirklich das Gefühl. Na, mein Schatz, freust du dich? Dir ist scheißegal, Hauptsache alle sind dabei, ne? So Leute, Family ist eingepackt. Jetzt geht's los. Aktuelle Verkehrslage sagt uns 18 Minuten für knapp, was sind das, 6-7 Kilometer. Und das ist hier direkt um die Ecke. Und das Schöne ist einfach, das werdet ihr gleich sehen, es ist halt wirklich, wirklich schön gemacht. Weil ich glaube, Dubai hat, man denkt häufig bei Dubai an halt Wolkenkratzer, an hier, keine Ahnung, Luxus und was weiß ich nicht alles. Aber man muss auch mal ganz klar sagen, so ein Hundestrand, der wirklich unglaublich sauber und unglaublich schön ist. Und gleich werdet ihr den Sonnenuntergang wahrscheinlich noch sehen. Das ist einfach magisch. Und auch sowas, wie gesagt, da ist es so sauber und das ist einfach so eine schöne Atmosphäre. Wir freuen uns fast mehr als der Hund. Nicht nur fast. Aber ja, es ist halt
Letztes Mal waren wir an einem Sonntag da und da war es brechend voll. Und dann hat der Strand, glaube ich, um 6 oder um 7 Uhr zugemacht. Da laufen auch Security rum, dass alles da vernünftig abläuft. Keine Ahnung, wie jetzt heute der Füllstand da sein wird, aber werden wir sehen. Aber ja, es ist alles schon sehr, sehr schön gemacht. Kann man direkt da parken und diese, wenn du da lang fährst, vielleicht können wir da gleich auch noch mal ein paar Aufnahmen von machen. Siehst du halt einfach, wie wenig in Dubai eigentlich noch gebaut ist. Da siehst du, wie viel freie Fläche da einfach noch ist. Verrückt. Also es ist einfach immer wieder cool, irgendwie da lang zu fahren. Guck mal, die fetten Tanker. Ich habe keinen Plan von Schiffen, aber ich finde das immer beeindruckend. Also ich habe keine Ahnung von Autos und habe 6 Stück. Oh gut. Eine schließt das andere ja nicht aus. Menschen sind schon da, ob die auch Hunde haben, ist die zweite Frage. Oder ob die nur hier sind, um darauf zu warten, dass Hunde kommen. Ich gucke, ob ich hier mit dem Truck. Ah ja, doch. Vernünftig rückwärts einparken kann. So. Alright, herzlich willkommen. Alright. Here we go. Hallo, Schatz. Wir sind alle da, Schatz. Wir sind alle da. Dann musst du double checken. Ja, komplett. Ist ja auch kein Vergessen halt. Aber guck mal auch, wie schön die Promenade halt hier gemacht ist, ne? Du gehst zu irgendeinem random Strand hier in Dubai und es ist einfach schön. Guck dir mal bitte diesen Sonnenuntergang da hinten an. Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel jetzt hier am Strand bin oder irgendwo in der Natur bin, dann denke ich mir immer wieder, man läuft so vielen Dingen hinterher im Leben und dann bist du an einem Strand und mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Sonnenuntergang, ein bisschen Wasser, ein bisschen Sand. Ah, da vorne ist ein Dobermann. Boah, der sieht böse aus. Mit dem Hund ist, glaube ich, auch nicht gut Kirschen essen. Ja, ich glaube, weiß ich gar nicht. Hier vorne hingehen. Kleine Schatz. Kleine Angst. Hallo, kleine Schatz. Komm. Aber es ist trotzdem schon cool, dass ihr einfach nahezu immer Hunde sind, ne? Eigentlich immer, wenn man hier ist. Voll schön. Alfie! So süß. Ja, der Alfie, der stiehlt immer eine Show. Alfie! Alfie! Ne. Der hat einfach gar nicht beachtet. Komm, ich jetzt. Was bist du für ein kleiner Köter, sagt er. Alfie, wo ist die Mama? Wo ist die Mama? Da ist die Mama. Komm ins Wasser, mein Schatz, komm. Wo ist der Onkel David? Oh, der ist voll am Sabbern. Thank you.
Der hat's. Hoppala. Wieder Kussis verteilen, was er am besten kann. Eine Sache habe ich natürlich nicht beachtet, wenn wir jetzt gleich mit dem wieder ins Auto einsteigen und der komplett nass ist. Ach, scheiße. Wir haben ich glaube, heute werden wir keine weiteren Videos aufnehmen, mein Kleiner. Kein Handtuch dabei, ich bin Kleister. Und gerade heute geht er ins Wasser, weißt du? So Leute, vielleicht kann man das da hinten sehen. Das ist der Tower, in dem wir wohnen. Der einzige Tower weit und breit, sieht man sogar. Naja. Deswegen halt entspannt, das sind nur 15 Minuten. Hier, Alfie ist immer das Highlight. Ich weiß, also, Alfie ist halt wirklich ein süßer Hund. Das sagen wir nicht nur, weil es unser Hund ist, sondern es ist halt wirklich einfach ein süßer Hund. Der ist immer, immer Menschenmagnet. Alle Leute lieben Alfie. Und ja, wir sind da, wir müssen noch herausfinden, ob das für den kleinen hier cool ist oder nicht. Ich glaube, der ist anfangs immer so ein bisschen gestresst, aber dann, sobald er halt hier Freunde findet, natürlich super happy. Und wir hatten vorher, als wir in Business Bay gewohnt haben, hatten wir direkt so einen Hundepark vor der Tür. Hundepark ist halt immer das Problem, relativ klein. Also es war wirklich ein sehr, sehr kleiner Grünfleck mit Kunstrasen, der sich im Sommer dann natürlich auch sehr, sehr krass aufgehitzt hat. Plus, die sind halt nicht unbedingt die hygienischsten. Ne? Und da sind halt auch viele Kulturen zusammengekommen und jeder hat so seinen unterschiedlichen Hygienestandard. Und deswegen, ich will jetzt nicht sagen, dass der Alfie, der war nicht häufig krank, aber er hatte schon häufiger auch mal so ein bisschen Probleme im Stuhl und sowas. Aber seitdem wir hier sind, halt nicht mehr direkt einen Hundepark vor der Tür. Deswegen wollen wir halt hier regelmäßig hinfahren. Und jetzt lässt es das Wetter halt auch wirklich zu. Und die Frage ist, ob der mehr Spaß hat als wir. Ich wage es zu bezweifeln. Das ist natürlich geil. Er kann hier mit unter verschiedenen Hunden dann immer wieder spielen. Du musst halt hier keine Gedanken machen, weil hier ist die eine Straße, die nicht befahren ist. Und hier ist ein Hundestrand. Das heißt, die meisten Leute wissen, dass sie hier ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein sollen. Und ansonsten einfach let's go. Und das ist halt geil. Einfach Viertelstunde von zu Hause aus, wenn es der Verkehr zulässt. Wetter ist gerade aber auch wirklich, Wetter ist wirklich gerade perfekt. Du hast ein bisschen Wind, es ist noch relativ warm. Das Einzige ist noch, dass die Luftfeuchtigkeit noch ein bisschen da ist. Aber ich glaube, in den nächsten 2-3 Wochen sollte das auch immer mehr aufklaren. Und dann ist wirklich die perfekte Zeit hier. Also ich mache es immer daran fest, ob du hinten quasi die Gebäude klar erkennen kannst oder nicht. Und du siehst halt immer noch so einen kleinen Schimmer drüber. Aber das Wetter ist gerade richtig geil. Und dann, wie gesagt, der Sonnenuntergang, Wasser, das ist für mich Happy Place. Unglaublich. Willkommen, Schatz. Alfielein. Alfielein, komm mal her, Schatz. Bleib mal. Mach mal ruhig. Ja, feiner Hund. Schön, nass. Tschüss, gleichfalls, ciao. Sollen wir mit dem einfach noch ein bisschen hoch und runter gehen, dass der ein bisschen trocken wird? Ja, der will wieder ins Wasser. Mhm. Oh, Attacke! Splash auf David, Alter! Ruckzuckieb! Geh mich jetzt! Langsam, ne, Alfie? Langsam. Das wird ein Spaß, den wieder zu duschen. Muss man den immer mit Erdnussbutter ablenken. Und dann lässt er es über sich ergehen. Und wenn er nass ist, dann reibt er sich gerne an Wände. Vor allem vorher war, also ist immer doof, aber vorher habe ich die Wohnung halt gemietet. Und dann dachte ich mir, ja, schade für den Vermieter. Und jetzt ist es schade für uns. Komm, Schatz, komm schnell. Mein Schatz. Und? Wo ist der Onkel David? Guck mal, da ist der David, komm! Ui, wer ist das denn? Wer ist denn da, mein Schatz? Komm, wir gehen schnell zu Onkel David. Komm. Komm, Schatz. Komm, Schatz. Komm, Schatz.
Oh, mein Schatz. Hm? Und los, Appa. Und nein, nein, nein. Und los. Alfie, komm, komm. Och, Alfie. Was machen wir mit dir? Ich glaube, der hat heute Gefühle. Ich glaube auch. Das ist ein richtiges Häufchen-Elend. Eine Ewigkeit später. Hey, komm mal rum, ganz schnell! Hi, mein Schatzlein. Kann man jetzt hochspringen müssen? Kann man jetzt? Ja, stimmt. Der hat keinen Bock auf die Autofahrt. Muss ab! Ja. Und reit. Ist nicht so, glaube ich. Aber noch zarter konnte man die nicht zumachen. Aber ich finde aber gut Respekt für dieses Respekt für die Zärtlichkeit. Okay, Käse Bolognese. Wir sind wieder auf dem Weg. Viertelstunde, das heißt, die machen um 5:30 schon zu oder? 6. Warum meint er denn Viertelstunde? Der hat scheiße gelabert. Ja, ne? Ja, der hat einfach nur Bock, pünktlich Feierabend zu machen. Glaube ich auch. Er sagt lieber schon mal 15 Minuten vorher, damit auf jeden Fall alle abhauen. Was ein Typ. Hast du die Leckerlis? Ja. Warum muss eigentlich immer dein Rucksack nass? Ja, weil hier die Flasche kaputt war und die vorhin umgefallen ist wieder. Achtung. Ich frage mich immer, was machen die Hunde aus den ganzen Videos und Reels, dass die halt einfach so richtig auf süß irgendwie auf dem Beifahrersitz teilweise sitzen. Da denke ich mir, wie? 5000 Aufnahmen, einmal klappt's. Ja, wahrscheinlich, wirklich. Boah, wie krass, also was das hier auch wieder wie ein riesen Gelände ist. Das ist einfach irgendwo in Dubai und auf einmal so ein riesen Gelände hier. Wir sind da! Willst du gleich den Rucksack schütteln? Ja, gerne. Alright. Ah, optimal, danke. Die Vor- und Nachbereitung dauert meistens länger als der eigentliche Aufenthalt am Strand, weil jetzt muss der Kleine natürlich noch gewaschen werden. Und das kann er noch nicht so gut. So, ich muss ihn jetzt echt waschen, ne? Machen wir gerne. Kannst du nicht immer die Kamera auf mich machen, Alter? Das nervt ein bisschen. Diplomatie. Hast gesehen seinen Blick? Ein bisschen scheiße labern wir immer. Ja. Wie 98%. Schatzi! Alfi! Komm, Schatz! Nach innen. Wir reisen nach Jerusalem. Ne, komm, Alfi, lein. Warte, ich hab abgeschlossen. Alfie, Baby, bist du ready? Bist du bereit für eine kleine Dusche? Jetzt mach ich mal das Mikrofon weg. Und dann verschwindet. Guck mal, der fängt schon an zu schlecken, weil er schon genau weiß, was kommt. Und dann gehen wir mal zusammen in die Dusche, mein Schatz, ne? Alles viel. Hey, komm, was ist das denn? Ohne ich mache noch mal eine Brüche. Ja, schön auf den Sand bis alle. Lieben wir. Ein Hund zu duschen ist immer ein Film. Vor allem, weil dann die gesamte Dusche. Ja, morgen. Und schön gegen die Wand. Weil die gesamte Dusche dann immer komplett nass ist. Und ja, der Kleine, der
suhlt sich dann sehr, sehr gerne direkt erstmal wieder im Dreck vom Boden. Ne, mein Schatz? Weiß ja nicht, ob den das juckt. Normalerweise das ist halt extra schon so ein organisches Shampoo. Aber Junge, Junge, schön erstmal gegen die Wand. Und auf die Couch, ja moin. Alles gekommen, ja.